So, meine Lieben, ich möchte euch die Shakuhachi D mal zeigen. Das war mein neues Modell. Die älteren Modelle hatte ich ja noch hier mit dieser Bindung hier gemacht. Die gefällt mir seit ein paar Jahren nicht mehr, weil sie einfach nicht so stark ist. Da ist er gar nicht so dick und ja, also diese Bindung hier ist jetzt 6 Jahre alt und zwar hält sie noch, aber siehst du, der eine oder andere muss die schon abmachen hier und das war, ist also nicht das Beste. So. Durchaus gut, um die 3 Jahre zu schützen, aber dann ist Ende. Nun habe ich ja meine neue Bindung entwickelt, da habe ich mehrfach beschrieben in diversen Videos hier kurz zusammengefasst. Die Flöte wird von innen und von außen erstmal mit Leim gefüllt, abgeschmiert und getrocknet. Das ist ein lösungsfreier Leim, also das ist unschädlich. Ich kann ja kein Lösungsmittel riechen, also ja, also problemlos. So, dann tue ich sie binden und bei dieser Bindung ist ein ganz harter Garn. Anfangs haben wir noch richtig die Hände damit geschnitten, also das sind, und da habe ich jetzt so ja, Lederhandschuhe, da drehe ich den und der wird ja unter der Bindung geknotet. Ich bringe es mal ein bisschen näher, vielleicht kann man das sehen, den Knoten kann man definitiv nicht sehen, der ist unter der Bindung. Und dann ziehe ich das ganz fürchterlich stark und dann wird es noch einmal, also vor allem die Bindung, richtig in Leim getränkt. Also da kommt so Leim drauf und dann ist es so, ja, trieft es überall, die Frau schimpft und nach einer Minute tue ich dann die Ränder vom Leim abschmieren. Und dadurch saugt der Garn, der eh schon ganz festgebunden ist, sich voll mit Leim und wird noch härter, weil er ein bisschen dicker wird dadurch und drückt halt besser auf die Flöte. Das verursacht, dass diese Flöte einfach nicht platzen kann. Also natürlich, wenn du dich draufstellst, wirst du sie kaputt machen. Aber selbst wenn ein Riss in Bambus kommen will, was bei Bambus normal ist, da tue ich ja ständig auch Flöten restaurieren. Allerdings von fast aller Welt kriege ich Flöten zur Restauration. Diese hier wird nicht restauriert werden müssen, weil sie einfach, also die Forschung ist, dass hier ein Riss kommt, ist einfach unvorstellbar. Selbst wenn er kommt, wird er nicht ausreißen. Er wird dann zwischen zwei Bindungen einfach gesperrt bleiben und dementsprechend keinen Einfluss auf die Flöte haben. Die Flöte ist mehrfach mit Shellac behandelt. Shellac ist ein toller Stoff. Und da ja, ach so, habe vergessen, der Leim natürlich innen, ich tue sie nicht ganz dicht machen mit Leim, um Gottes Willen. Ich möchte ja, dass das Holz weiterhin atmungsaktiv ist. Also wenn ich es jetzt dichte, wie zum Beispiel die moderneren Shakuhachi-Flöten, die ich so nicht gerne mache, die sind ja von innen so lange lackiert, bis sie wie Glas sind. Und dann, wenn man sie spielt, tropft richtig das Wasser raus und wird fürchterlich nass. Da kann man ja auch eine Plastikflöte spielen. Also ich habe es gern, dass der Bambus ein bisschen von dieser Feuchtigkeit bekommt. Und da Shellac. Shellac ist minimal wasserdurchlässig. Das heißt auch, wir können es gar nicht wahrnehmen. Vielleicht kennst du es, wenn du so eine Tasse nimmst und auf den Tisch tust aus Marmor und das nass ist, kannst du nach einem Tag vielleicht so einen Wasserfleck sehen. So in etwa kannst du dir Shellac vorstellen, wenn du das Ding einen Tag im Wasser stellst, dann wird da der Shellac weich. Ne? Aber die Atemfeuchtigkeit wird den Shellac nicht weich machen. Das Einzige, was geschehen wird, ist, dass ein bisschen von deiner Atemfeuchtigkeit durch den Shellac durchgehen wird und den Bambus versorgen wird. Bambus ist fürchterlich wichtig, ihn richtig zu pflegen. Die beste Pflege, die du machen kannst, ist tatsächlich, deine Flöte zu spielen. Ich habe hier Rohre, einige sind schon ewig lang hier und dass sie mir nicht platzen, tue ich dann so mit einem Pflanzensprüher durchs Zimmer gehen und besprühe hier einmal im Monat meinen Bambus. Das sorgt dafür, dass der Bambus einfach nach wie vor eine gewisse Elastizität behält. Und wenn er ganz trocken ist, dann macht es Knall. Ja? So, und Shellac schützt deine Flöte und darüber hinaus klingt die Flöte einfach wahnsinnig gut nach der Behandlung. Ich möchte sie mal spielen. Ich habe ganz viele Videoaufnahmen ohne Mikro. Ich mache jetzt eine mal mit Mikro, mit ein bisschen Hall drauf. Dann hört sich das einfach mal ein bisschen voller an.